Zurück, eine neue Folge Hearthstone. Jetzt hätte ich fast WoW The Burning Crusade Classic gesagt, aber nein, es ist Hearthstone. Wir hatten bei der ersten Folge das Söldner-Tutorial ausprobiert und jetzt wollen wir doch mal weiter fortsetzen, um zu schauen, was denn alles noch so in diesem neuen Feature von Hearthstone passiert. Okay. Ah ja, es haben sich mehrere hier versammelt. Die drei kennen wir ja bereits, unsere Paladine, Grommash und Tyrande. Und hier ist noch ein neuer Charakter. Und dann gucken wir mal. Ah ja, hier sind neue Aufgaben hinzugekommen. Also wir können ins Brachland reisen und das Kopfgeld Wilder Stacheleber abschließen. 70 Schaden mit Arkaner Schuss. 55 Schaden mit Kreuzfahrerschlag und zwei Kopfgelder abschließen. Ah, das ist täglich, okay. Alles klar, dann schauen wir doch mal, was wir hier machen können. Reisepunkt: Reis zu einem aufregenden Kopfgeld ist gratis. Lagerfeuer erhält einen zusätzlichen Besucherplatz. 5 Söldneraufgaben. Und das Gasthaus ist vollkommen aufgewertet. Haben wir im Gasthaus noch irgendwas? Ich glaube fast nicht, ne? Nee, wir können erstmal nichts weitermachen. Was ist herstellen? Ah ja, die können wir auch herstellen, wenn wir genug Marken davon haben. Okay. Gut. Ah, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Dann wollen wir doch mal hier zum nächsten Reisepunkt gehen. Ultimative Transportmittel für euch. Ein organisches, vierbeiniges Tempogerät. Das ist ein Pferd. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ein Portal. Okay. Portale brauchen Zeit. Ganz zu schweigen von teuren Reagenzien. Und Talent. Abgemacht. Schnappt euch, was ihr braucht und macht euch auf den Weg. Zum Milhaus. Und nehmt Mana-Sturm mit. Vielleicht frischt ein Ritt auf seinem Pony sein arkanes Wissen auf. Ah ja, Milhouse haben wir jetzt bekommen. Okay, mal sehen, was der so kann. Gut, also. Ah, man kann normal und heroisch machen. Wertet euren Reisepunkt auf, um diese Zone freizuschalten für besonders abenteuerlustige Helden. Okay. Ah, was gibt's denn da alles? Teufelswald, Winterquell, Schwarzfels. Also alles erstmal Gebiete, die hier im WoW Classic angesiedelt sind. Da wird es bestimmt dann später auch nochmal höhere Gebiete geben für The Burning Crusade, für die ganzen Erweiterungen. Okay. Kopfgelder, Wilder Stacheleber. Der ist hier grün. Okay. Was gibt's hier für Belohnungen? Verdient Münzen für die Söldner in eurer Gruppe. Aha, Milhouse, Xirella und Rokara. Okay. Wir können unsere Startergruppe wählen. Besteht jetzt aus 5 Söldnern. Bis zu 6 ist ja möglich. Okay, und wir können sie dann nicht mehr ändern. Alles klar. 9 Gruppen können wir erstellen. Reittier in WoW. Wir haben sagenhaftes Reittier erhalten. Eine Maus. Alles klar. Okay, das ist das Lagerfeuer. Werft einen Blick auf eure Aufgaben. Ah ja, da kommen wir wieder zurück. Und hier kommen wir zu den ersten. Der ist grün. Okay. Dann starten wir doch mal die Runde. Auch immer ganz schön lang zum Laden. Weiß nicht, ob das an meinem PC hängt oder ob das halt jetzt am Anfang immer so lang braucht. Okay, der ist neutral. Die anderen beiden sind hier grün. Und wir wissen ja, rot ist gegen grün gut, blau ist gegen grün schlecht. Was heißt dieser Totenkopf? Ein Effekt trifft in Kraft, wenn die Karte zerstört wird. Ah, Todesröcheln verleiht allen Stacheleberen plus 1 plus 1. Das sind alles Stacheleber, ne? Das ist ein Wildtier und das ist ein Stacheleber vor allem. Der ebenso. Und der ebenso. Okay.
Also die werden stärker, sobald die getötet werden von uns. Gut. Was wollen wir machen? Rot ist gut. Ich kann nicht mehr warten. Rot ist gut. Dafür kämpfe ich. So, und jetzt wollen wir ja eigentlich noch Grün mit dazu geben, weil wir mit ihr Arkanschaden machen wollen. Und die Blauen heben wir uns mal für... Ah, der hat Arkane Explosion, fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Aha. Ach komm, wir nehmen mal Milhouse mit. Er darf bloß nicht angegriffen werden. Okay, die beiden kommen auf die Bank. Und dann geht's los. So, was hat der? 7 Angriff, 7 Angriff, 7. Okay, von der Geschwindigkeit her alles 7. Der hat 6, das ist 8 und das ist 4. Okay, also 4 wird schon mal als erstes anfangen. Ah, hier steht auch schon, dass die als zweites dran sind, also hinter ihm. Dann quasi zufällig. Okay, wir machen hier mal wieder Spott. Und nochmal den Spott angucken. Spott, Feinde müssen müssen Diener angreifen, die Spott haben. Okay, ja, dann mach Spott. So, der wird eh besiegt. Wie viel Schaden macht er eigentlich damit? 3. Also, ja, dadurch, dass der besiegt wird, erhalten die ein Leben wieder mehr. Das heißt, die überleben es halt leider ganz knapp. Okay, dann greifen wir den mal an. Gut. Er hat ihn doch besiegt bekommen. Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber okay. Er macht den Kreuzfahrer-Schlag jetzt. Ist damit schneller und dann passt das schon. Okay. Sehr schön. Da haben wir doch den ersten Gegner schon mal besiegt. 20 solche Schriftrollen. Und die ist schon Level... er ist schon Level 3 geworden jetzt. Sehr gut. Diese Schriftrollen weiß ich noch nicht genau, wofür wir die kriegen. Schätze sind nur für jeweils eine Kopfgeldkarte verfügbar. Ihr könnt nach jedem Kampf Schätze finden. Okay. Ein Schatz wählen. Ah ja. Was ist das? Verleiht euren Menschen +1/+2 zu Spielbeginn. Kann keinen kritischen Treffer erleiden. Aha. Das wäre, wenn ich gegen Typ Nachteil spiele. Dann kann ich den kritischen wahrscheinlich nicht erleiden. Und das ist ein Angriff. Der dauert wohl über 2 Runden. Stellt das volle Leben... Oder hat... Nee, hat 2 Runden Abklingzeit. Stellt das volle Leben eurer Charaktere wieder her. Das ist doch gut. Was doch mal kritisch werden sollte. Ah ja, jetzt können wir uns auswählen, wo wir hingehen. Zauberwirker. Kämpfer. Wir gehen mal zum Kämpfer, weil das ist rot. Das sind wir ganz gut aufgestellt. Alter... das ist grün und wir sind rot. Da sind wir ganz gut gegen aufgestellt. Okay. Was haben wir hier? Ah, da hat irgendwas mit Blitz. Blutung 1. Blutende Charaktere erleiden bei jedem Zug Schaden. Die Blutung wird entfernt, wenn ihr Leben wieder hergestellt. Das ist kein Satz. Wenn... Moment. Wenn ihr Leben wiederherstellt. Ah ja. Fügt allen Feinden am Ende jeden Zuges Schaden zu, der dem Angriff dieses Charakters entspricht. Okay. Und erhält jedes Mal +1/+1, wenn ein befreundeter Charakter stirbt. Alles klar. Gut. Also den nehmen wir mal wieder.
unser Spot. Und ich glaube, Millhaus eignet sich hier gut. Mit dem mächtigen Millhaus-Mannersturm! Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Was haben die? Angriff 7, 7 und 7. Okay. Ah ja. Das ist hier... Warum ist das hier so nach hinten gerutscht? Weiß nicht. Machen wir wieder Spott. Er soll ihn angreifen und er soll Damage machen. Ja. Easy going, würde ich sagen. In einer Runde besiegt, ohne Probleme. Grommash ist Level 5 geworden. Und kriegt eine neue Fähigkeit. Erschütterndes Schmettern ist schneller die Fähigkeit, fügt einem Feind 2 Schaden zu. Seine nächste Fähigkeit ist 2 Tempo langsamer. Von dem Feind? Wahrscheinlich, ne? Okay. 18 von 20 Spielzüge. Ah ja. Was haben wir jetzt hier? Klingensturm. 8. Eine Runde Abklingen zeigt, fügt allen Feinden einen Schaden zu, wird dreimal wiederholt. Naja. Komm, dann nehmen wir Windzorn. Das passt doch. Okay. Ah, den kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht auswählen. Also ich kann jetzt nicht hier zurückgehen und den dann nochmal wählen, sondern ich muss jetzt auf dem Pfad weiterbleiben. Dann machen wir doch die grüne Linie einfach weiter. Das war doch ganz gut. Das heißt, wir haben da mehrere Möglichkeiten, an verschiedene Gegner zu bekommen, die unserer Komposition vielleicht ganz gut liegen. So, was haben wir denn hier? Todesröcheln, alle Stacheleber. Verleiht allen Stachelebern. Okay. Okay. Ja, Grommash. Grommash wird schon ganz schön mächtig. Ne? Und jetzt nehmen wir doch mal Tyrande mit ran. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen wieder Spott. Fügt einem Feind. Der macht halt hier 6-12 Schaden mit der Fähigkeit direkt. Da nehmen wir doch gleich mal den. Das ist ein One-Shot und fügt 2 zufälligen Feinden 4 Schaden zu. Oder fügt einem Feind 4 Schaden zu. Komm, dann nehmen wir das Wildschwein hier. Okay. Machen wir wieder unseren Spott an. Er killt den hier. Beiden werden gedamaged, er wird komplett zerstört. Ah, der hat gleich zweimal angegriffen. Ah, Wind Fury. Kann das sein? Ah, jetzt steigen die Level hier. Sehr schön. Das war ja ein guter Durchmarsch. So, was haben wir hier an Fähigkeiten für Millhaus? Arkanschlag 1 verursacht 3 Schaden. Zauberschadenboni gelten für diese Fähigkeit doppelt. Okay. Arkanlanze fügt einem zufälligen Feind 1 Schaden zu. Wird für jede Arkanfähigkeit wiederholt, die ihr in diesem Spiel eingesetzt habt. Aha. Und Alunev erhält Arkanschaden plus 1. Nachdem dieser Söldner eine Fähigkeit eingesetzt hat. Okay. Meint das Passive ist unser derzeitiger Spell Arkanschaden. Schade, wir können halt jetzt ihn selber nicht angucken, ne? Wir nehmen mal Alunev. Okay, und hier sind wir doch schon beim Endboss. Der ist auch grün. Mal gucken, was wir da... Auf was für einen Gegner wir da treffen.
Aha. 30 Leben hat er schon mal. Okay. Die Frage wäre jetzt zum Beispiel auch, was passiert, wenn wir ihn als erstes killen? Ist dann der Kampf schon gewonnen oder müssen wir beide killen? Die haben auf jeden Fall keine sonderlichen Fähigkeiten, aber halt viel Leben. Okay. Wir setzen sie als Tank wieder ein. Dann Kromasch. Und ich würde Milhouse einsetzen. Ja, arkane Explosion müsste Arkanschaden sein. Schauen wir mal. Das ist die Passive. Da müsste er jetzt eigentlich allen drei Schaden zufügen, ne? Werden wir gleich sehen. Sie macht Spott. Und Kromasch, Windzorn. Greift bei jedem Angriff zweimal an, genau. Und er kriegt halt noch die passiven Werte. Also Windzorn ist schon richtig cool. So, 6. Der macht 12. 24 Schaden mit dem Angriff. Schauen wir doch mal, ob wir den gleich killen können. So, erstmal bei der Spott. Milhouse, warum macht er nur 2 Schaden? Das verstehe ich jetzt nicht genau. Das kam mir jetzt irgendwie komisch vor, warum Milhouse nur 2 Schaden gemacht hat. Er müsste ja eigentlich 3 machen. Oder geht es nur für direkte Zauber? Das könnte natürlich sein. Okay. So, er setzt eine Fähigkeit mit 2 Runden ein. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu, nachdem dieser Söldner in diesem Zug angegriffen wurde. Und der setzt Blitzheilung. Okay. Wir machen mal Tanken. Den angreifen. Und Arkane Explosion. Er dürfte das nicht einsetzen, weil er nicht angegriffen wurde, ne? Genau. Aber er wird jetzt vernichtet. Okay, der hat sich wieder hochgeheilt. Also wir müssen ihn dann schon besiegen. Wir stellen jetzt mal das Leben wieder her. Was hat er? Okay. 8. Machen wir das so und so. Boah, das ist schon mächtig, diese Heilung. Warum hat jetzt Kromasch eigentlich nicht angegriffen? Also Schattenblitz, da hätte ich auch das andere machen können, weil er greift ihn ja jetzt, glaube ich, nicht an. Ja. Aber macht er jetzt immer mehr Schaden? Ah, okay, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Seht ihr das? 4x Alunev. Arkanschaden plus 1. Das heißt, er hat jetzt schon 5 Damage gemacht mit dem Dings. Blitzheilung 4. Okay. Auch das einsetzen. Das einsetzen und das. Mal gucken, ob wir als erstes drankommen. Wieso macht er nur 2 Schaden? Achso, er macht nur 2, weil wir ja. Weil die Fähigkeit 2 Schaden macht. Das ist kein direkter Angriff. Okay. Aber wir haben jetzt hier so eine Leiste bekommen. Okay. 20 Züge. 990 von denen. Was macht das Level hier, ist die Frage. Weiß ich noch nicht, was das Level macht. Wir sind auf jeden Fall Level 6 mit Kromasch. Milhouse mit Reiz Level 5. Alle anderen schon Level 6. Oh, Arkanblitz. Verursacht 4 Schaden, erhält plus 1 Arkanschaden. Okay. Das haben wir abgeschlossen.
Und jetzt kriegen wir hier die Kiste. Ah ja, dann haben wir wieder drei Würfel. 20 Marken Xyrella, 15 Milhaus und 10 bei Kromasch. Okay. Wow, ihr seid mächtige Helden. Hat euch Kromasch geschickt? Wir sollten ihn besser nicht warten lassen. Züge diese Runde 9. Wir sind mittlerweile ganz schön angewachsen. Und das ist abgeschlossen. Jetzt wird es mit Stufe 6 weitergehen. Okay, wir wollen aber erst nochmal zurückgehen. Das haben wir abgeschlossen. Geduld schwindet. Und wir kriegen jetzt Rokara. Eine Söldnerpackung. Und eine Söldnerbelohnung. Rokara. Okay. Baut den Händlerwagen. Ah ja. Gut gemacht, Söldner. Und wie es aussieht, hat unser Dorf schon einen reisenden Händler angelockt. Mhm. Händlerwagen können wir jetzt bauen. Okay, brauchen wir den nochmal. Er kommt hier in die Ecke. Seht zu, dass er sich wohlfühlt, damit ihr sehen könnt, was er im Angebot hat. Okay. Ah ja. Eine kostenlose Händlerpackung. Hier gibt es ein Willkommenspaket für Geld. Oh, wir wollen ja gratis spielen, ne? Gibt es noch irgendwas? Ah, hier gibt es noch höhere und Söldnerpackung neu. Schauen wir doch mal. Was gibt's denn hier? Kauf abgeschlossen. Ja, die haben wir erworben. Ah ja, hier können wir dann noch weiter. Wir können auch Packungen für 100 Münzen hier oder 100 Gold kaufen. Okay. So, die haben wir abgeschlossen. Wo können wir die jetzt öffnen? Ah, hier unten. Okay. Hier ist aber noch irgendwas. Achso, da will uns jetzt jeden Käse hier andrehen. So. Müsste eigentlich alles... Ja. Okay. Ah, und hier haben wir 21 Söldnerpackungen. Gut, die öffnen wir aber ein andermal, wenn wir ordentlich... Schaut bei der Aufgabentafel regelmäßig nach neuen Missionen. Jawohl, werden Sobald wir machen. Sobald ihr etwas Interessantes gefunden habt, versammelt euer Team und geht ans Werk. Mhm. Wir sprechen uns bald wieder. Ja, wie gesagt, Packungen werden wir dann öffnen, wenn wir mal eine ganz große Zahl haben. Dann machen wir so ein Opening. Okay, was haben wir jetzt hier? Briefkasten. Können wir auch noch bauen. Gibt es auch Neuigkeiten. Willkommen bei den Söldnern. Befehligt Azorts legendäre Helden und Bösewichte bei der Kopfgeldjagd und kämpft gegen andere Spieler. Okay. Also PvP scheint zwar auch zu geben. Der Schrecken sucht das Gasthaus heim. Sammelt den Herrn... Ah, das ist Diablo. Sammelt den Herrn des Schreckens im Söldnermodus mit Porträts vom dunklen Wanderer bis zur furchteinflößenden Gestalt des personifizierten Bösen. Ah ja. Ja, mehr gibt's ja erstmal nicht. Okay, ich hoffe, euch hat die zweite Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir weitere Missionen mit unserer Söldnerkampagne abschließen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!